Yo Leute, Outdoor Otter hier und heute ist auch schon der letzte Tag in Saalberg und ich muss echt nochmal sagen, es ist so schön ruhig, wenn der Josch nicht dabei ist. Scheiße! Was machst du jetzt hier? Was machst du hier? Ey, servus, Mann, das hab ich endlich gefunden. Ich dachte, du kommst nicht. Ich fand's so entspannt, du und dich. Boah, was ist los mit dir? Wieso bist du so kaputt? Naja, ich bin doch jetzt nur 10 Kilometer hier den Berg hochgestrampelt. Wie, du bist hochgestrampelt? Wieso bist du hochgestrampelt? Hier ist doch ein Lift. Wo? Das ist ein Lift. Echt? Ja, da kann man mit dem Fahrrad hoch. Boah, bin ich so ein Idiot. Bist du jetzt hochgefahren? Ajo. Ach Gott, bist du so blöd. Jo. Jetzt geht's los mit dem Video. Heute ist es ein reines Josch-Voltage-Video. Die battlen sich hier ein bisschen auf den Trails und probieren ein paar Jumps zu senden. Ich bin heute raus und viel Spaß mit dem Video. Wir hatten an diesem Tag viel vor und sind auf der Panorama-Line gestartet. Auf der berüchtigten ersten Abfahrt ist Marco vorgefahren und wie bereits erwähnt, schaut er ja gerne mal beim Fahren nach hinten. Scheiße. Jo. Gut. Alter, ich habe meinen Boden Josch. Hab dich. Gut, weiter. Die erste Abfahrt war sehr lange und Marco hat hier gezeigt, dass man da durchaus auch zweimal stürzen kann. Fuck it. Kurzzone! Ach Gott. Ah, das war die Kurve. Okay? Ja. Flatter? Nee. Alter, ich glaube, das ist im Christian sein Kamera. Ach Gott. Kleiner Fun Fact, er hat vorher Josch vor diesem Sprung noch gewarnt. Vielleicht hat er gedacht, Josch hat's vergessen, ich zeig's ihm besser nochmal, dass man hier stürzen kann. Und weil der Panorama Trail eigentlich unsere Lieblingsline war und diese neue Jumpline da so geil ist, zeige ich euch hier jetzt noch ein paar Follow-Cam-Aufnahmen. Yeah, prop!
Danach ging's dann über die X-Line auf den Hackelberg Trail. Ist das das? Und hier stellte sich endgültig für Marco heraus, dass es nicht sein bester Tag war. Jo, ich hab nichts gemacht. Weggerutscht. Jetzt bin ich auch noch langsam gefahren und rutsche auch noch weg, ey. Also heute ist nicht mehr da. Absolut nicht. Jetzt habe ich wirklich nichts riskiert, ey. Vielleicht wäre gleich doch an der Kamera. Danach hat Marco die Kamera auch abgegeben und ist im weiteren Verlauf des Tages nicht mehr gestürzt. Vielleicht sollte auch ich die Kamera nochmal 2 Jahre in den Schrank packen und üben. Aber ich glaube, das wäre dann nur halb so lustig. Oder was würdet ihr dazu sagen? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann ging's zum Hackelberg Trail und Josh hatte wieder einen seiner kleinen Anfälle. Yo! Ey, Handy weg. Wir sind hier in der Berge und der Schatz! Yo! Yo, yo, Leute! Und was sagst du, ist die Zwischenbilanz? Ziemlich geil hier. Also es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Wir haben hier bisher geile Session, 1,5 Abfahrten gemacht. Marco, natürlich High Voltage Malia hier unterwegs. Ich glaube seine Blessure. Heute ist nicht mein Tag. Gerne. Heute ist absolut gar nicht mein Tag. Alles für den Arsch. Da es bereits ein ausführliches Video über den oberen Teil des Hackelberg Trails gibt, zeige ich hier etwas von der Talabfahrt. Eieiei. Sonst mal blöd. Jetzt muss ich auch langsam anfangen. Finger zu dehnen. Christian, hallo. Mach mal Ansage hier. Wie geht's da? Ich mach keine Ansage. Christian, der hier am motiviertesten war, die Big Five zu fahren, hat nach der dritten Abfahrt ziemlich den Dienst quittiert. Komm, wir fahren auf jeden Fall die Big Five. Auf jeden Fall die Big Five. Die Big Five. Boah, noch 1,5. Boah, wie tun die Finger weh.
Aber ich muss sagen, zum Christian seiner Verteidigung, mir tun auch schon die Finger weh. Ja, es ist schon hart, es ist schon heavy, mir auch. Wir sind jetzt unterwegs zur Z-Line, die schwerste Line auf unserer Tour heute. Aber die macht auf jeden Fall Spaß. Voltage lebt auch noch. Man könnte als Außenstehender meinen, wir wären gemein, aber solche Sticheleien gehören bei uns einfach dazu. Ah, cool. Fährt jetzt schön vorsichtig. Ich habe heute schon zweimal abgegeben. Oder? Ja. Oh. Das ist schon scary, ne? Auf der Z-Line haben wir dann noch mal ein bisschen Technik praktiziert. Und Josh kommt. Oh, nice, Alter. Nice! Einfach langsam viel Druck auf dem Vorderrad. Das ist super machbar. Ja. Abziehe kann er. Generell hat man auf den Gondelfahrten sehr viel Zeit, um Quatsch zu machen. Hose. Ich weiß nicht, was der Hunde hat, aber. Schaut selbst. Leck mich doch am Arsch! Ja, wo bin ich hin? Wir haben den Z-Line hinter uns gebracht. War nice. Schöne Abfahrt. Christian ist mal vorgefahren. Feist. War sehr erleichtert. Hat sich auf jeden Fall besser angefühlt, meinte er. Ja. Komischerweise haben wir zwischendurch unseren Sponsor. Das darf ich nicht sagen. Wieder, gefunden. Wir machen so, als wäre Red Bull unser Sponsor. Genau, da fühlen wir uns cool. Hört's. Also Fabio, wir kommen. Schau rein. Mit diesem fantastischen Tag endet auch unsere Reise nach Saalbach-Hinterklemm. Ich möchte die Videoreihe abschließen mit einem Fazit für alle, die noch am Überlegen sind, ob Saalbach-Hinterklemm die Reise wert ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Man hat hier fantastische, unendlich lange Trails, bei denen wohl der größte Gefahrenpunkt ist, dass man sich von der atemberaubenden Aussicht ablenken lässt. Und egal wo in Saalbach oder Hinterklemm man ist, man ist quasi immer direkt an der Gondel. Ich hatte hier wirklich eine super Zeit für wenig Geld und muss sagen, dass mich diese 4 Tage technisch auf ein ganz neues Level gebracht haben. Doch was letztendlich zählt, ist die schöne Zeit, die man hier mit seinen Freunden auf den Trails verbringt. Und hiermit nochmal ein fettes Dankeschön an die Jungs von der Outdoor Otter Crew. Wir verabschieden uns hiermit in die Off-Season, das heißt, es kommt nur noch ein Video wöchentlich, jeden Samstag um 8 Uhr. Wir freuen uns natürlich über ein Abo, damit ihr den Stuss auch wirklich nicht verpasst. Das war Outdoor Otter in Saalbach-Hinterklemm. Bis in den nächsten Videos. Ciao! So Leute! Das war's von den Outdoor-Ottern mit Saalbach-Hinterklemm. 4 Tage Abfahrten. Heute sind wir richtig fertig. Wir sind 50 Kilometer. Wir sind 50 Kilometer Singletrails gefahren. Wir sind völlig am Ende.
Es wird insgesamt 4 Folgen geben und noch ein kleines Best-of. Und als nächstes wollen wir mal nach Winterberg. Wir sehen uns dann dort. Bleibt dran. Ciao. Ciao. Ciao.